Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Gerald ist in eine Weinfehde hineingeraten, in die Fehde, oder sagen wir in einen Streit zwischen zwei Besitzern von Weingütern. Du bist der berühmte Gerald von Riva, nicht wahr? Der bin ich. Und auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir uns am Ende für eine Seite entscheiden müssen, denke ich, wir sollten es zumindest ausprobieren, dass wir einfach beide Aufträge erfüllen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir beginnen allerdings auf der anderen Flussseite, weil ich zwischendurch dann doch nochmal nach Hause, so nenne ich es jetzt mal, zurückreiten möchte. Der Abend kommt, vielleicht werden wir diese Nacht... Oh Gott, habe ich eben eine Katze? Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Sie lebt noch. Genau, wir werden also jetzt noch die verbleibenden drei Aufträge hier erledigen und vielleicht dann in unserem eigenen Bett diese Nacht schlafen. Und auch das ist ein Grund, warum ich das machen will, vielleicht noch die nächsten Ausbauaufträge. Coronata! Pfui! Allesamt Hundeersche! In Auftrag geben möchte. So, und auf dieser Seite hassen sie offenbar die Coronata-Leute. Auf der anderen Seite wird es mit Sicherheit genau andersrum sein. Gut. Wir reiten nochmal zurück. Hier sind wir schon gewesen. An dieser Kreuzung war die Geschichte hier mit der Statue. Aber wenn wir jetzt hier weiter reiten, also was heißt mit der Statue? Ihr wisst, was ich meine. Majoran. Wenn wir jetzt hier weiter reiten, müssten wir... Ne, ich bin falsch geritten. Meine Güte, wir hätten... Naja, wir hätten da weiter reiten müssen, aber das geht auch. Müssten wir zum nächsten Problem kommen, das wir lösen können. So, und was ist das für ein Problem? Ein Fisch. Was ist das denn? Was sind das denn für Viecher? Moderhäuter! Verlieren wir die Nerven? Oh, die hatten wir auch lange nicht mehr. Oh oh. Plötze, pass ein bisschen auf. Die sind eklig. Vor allem. Ich glaube, die waren das doch, die irgendwann explodieren, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja. Ah, Mensch. Oh, oh. Jetzt sind wir ein bisschen angeschlagen. Ich nehme ja ein paar Trauben zu mir. Plötzlich kannst du auch ein bisschen helfen. Das wäre erfreulich. So. Das eine Viech ist schon mal explodiert. Ja, die sind nicht ohne. Wir haben ein krasses Tempo drauf. Schon gut ausweichen. Und machen ordentlich Schaden, wie wir sehen. Na? Ja, das war's. Okay, gut. Dann sammeln wir mal den Schatz ein und hätten damit auch gleich das nächste Problem erledigt. Mal sehen, vielleicht war das auch ein bisschen zu optimistisch, so von wegen, wir verbringen die Nacht bei uns. Aber wir gucken mal. Aha. Augustin Tonnelier. Und Schlüssel zur Truhe im Sonnenblumenfeld. Okay. Also, was ist das hier? Ein dickes Tagebuch in gleichmäßiger Schrift beschrieben. Die letzten Seiten enthalten jedoch eine andere Handschrift, sind voller Kleckse und durchgestrichener Wörter. Ein geheimnisvoller Herr hat mich aufgesucht und mich gefragt, ob ich ihm die Fässer verkaufen würde, die wir für die neue Weinsorte anfertigen. Ich habe höflich abgelehnt, da ich weiß, wie viel der neue Wein Frau Mathilda bedeutet und wie viel vom Erfolg dieses Weins abhängt. Schließlich war die Lage auf dem Weingut in den letzten Tagen sehr angespannt. Dieser sehr geheimnisvolle Herr erwies sich auch als extrem wohlhabend. Er suchte mich erneut mit einem sehr prallen Beutel auf. Verdammt, es wird ganz schön schwer sein, seine Wünsche abzulehnen, wenn er mich wieder vor so eine Herausforderung stellt. Heute habe ich vergessen, die Tore zum Lagerhaus der Fässer abzusperren. Ich schäme mich sehr, aber was sollte ich tun? Frau Mathilda ist am Boden zerstört. Naja, von wegen vergessen, ne? Ich fasse das Geld erst an, wenn sich die Sache beruhigt hat. Ich habe den Beutel voller nilfgaardischer Florin im Sonnenblumenfeld versteckt. Solch ein Vermögen darf bei mir zu Hause nicht gefunden werden.
Er hat mich erneut aufgesucht. Dieses Mal wollte er das Rezept für den neuen Wein haben. Ein wenig Ehre besitze ich, aber Fässer sind eine Sache. Da kann ich neu anfertigen, aber das Rezept für den Wein? Ich sagte, eher würde ich sterben, und da hat er mich so seltsam angesehen. Mir lief es kalt den Rücken runter. Nachts sollte ich besser meine Türen verrammeln. Okay. Ja, dann suchen wir mal im Sonnenblumenfeld. Allerdings, was ist denn bitte ein Rezept für Wein? Das ist ja doch ein bisschen merkwürdig. Braucht man eigentlich keine Rezepte? So, ich glaube, in dieser ärmlichen Hütte ist nicht viel zu holen. Das ist auch verschlossen. Wie weit entfernt ist denn dieses Feld? Ist es fußläufig? Oh nein, es ist ganz und gar nicht fußläufig. Passt mal auf. Das werden wir dann später erledigen, weil ich würde dann erstmal hier hingehen. Das ist nämlich das nächste Problem. Da werden wir nochmal durch Fuchstal reiten und dann dort vorbeischauen. Ja, das scheint mir besser zu sein. Da werden wir hinreiten zum Sonnenblumenfeld, wenn wir auf die andere Flussseite kommen, wenn wir uns um das andere Weingut kümmern. Ja, ich denke, das ist der richtige Weg. So, genießen wir noch ein paar Trauben und reiten in Richtung Fuchstal. Da müssen wir jetzt hier eigentlich hinkommen, ne? Ah. Archesporen. Sind die dann nur so oder bewachen die da irgendwas? Oh, wartet mal. Ja, ist vielleicht doch ein Ort, um den wir uns kümmern müssen. Da hinten sehe ich so eine Art Ruine. Schauen wir uns das vielleicht nochmal an. Ja, ja. Machen wir. Dazu brauchen wir aber... Ah, das habe ich sogar noch dabei. Was gegen Gift. Sehr schön. Goldener Pyrol. Und dann kümmern wir uns um die. Oh Gott, schwieriges Gelände. Was jetzt, du Stück Dreck? Hä? War ich überhaupt Schaden? Weiß. Rennen ist immer gut. Aber Schutz sollte ich nicht vergessen. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Sag mal, kämpfe ich hier mit dem falschen Schwert oder was? Nee, das ist das Richtige. Ich nehme mal Waldkauz. Okay. Eins haben wir. Jetzt müssen wir hier hinten rollen. Was? Verlieren wir die Nerven. Ich hätte es noch ein bisschen brennen lassen sollen, ne? Das Gift kann uns ja eigentlich nicht, ne? Wir können eigentlich hier ganz entspannt stehen und immer Feuer drauf machen, weil nur der physische Angriff kann uns, glaube ich, schaden. Na gut. Auch langweilig, oder? Nicht schlecht. Im Gegenteil, es war doch sogar so, dass uns Gift heilt, ne? Also eigentlich ist es am besten, immer ranzugehen. Ein bisschen Schaden mit dem Schwert zu machen. Und wenn wir
den Schaden bekommen haben, zurückzugehen und sich durch den Effekt heilen zu lassen. Das ist, glaube ich, die beste Methode. Oh, was haben wir hier noch? Ach, hier müssen wir wohl später noch hin. Hier kriegen wir noch einen Schlüssel. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie eine Schatzsuche, könnte ich mir vorstellen. Ja, wir gucken uns hier nochmal um. Ja, das in einem eigenen Bett schlafen. Jetzt habe ich schon fast ein bisschen abgehakt. Gut, also die Truhe kriegen wir noch nicht auf. Wir schauen mal, was das da oben nochmal für eine kleine Plattform ist. Ein Tempel. Da sind noch irgendwelche Wölfe, die mich eigentlich jetzt nicht interessieren. Aber hier ist wohl nichts mehr. Nee. Gut, dann können wir zurück. Was haben die gemacht? Irgendwelche Ausgrabungen? Oder ist es einfach nur eine Lehmkuhle? Was auch immer. Plötze, wo bist du? Da hinten. Weiter geht's. Wir wollen zum nächsten Problem. Das Leben ist wie ein Säugling. Man muss es tragen können. Ich habe ein paar Tote gesehen. So, hier ist die Herberge. Ja, wenn man hier Zimmer mieten könnte, würde ich ja hier auch. Wir sind schon auf alle denkbaren Arten bestraft worden. Okay, das nächste Problem müsste uns hier erwarten. Ich schaue mal ganz kurz, wo wir abbiegen müssen. Okay, die nächste rechts. Da hinten sehe ich es brennen. Was ist da los? Nee, das ist kein Brand. Das sind wieder diese Viecher. Dann nehme ich Pirol. Ja, gerade rechtzeitig. Okay. Wir wissen ja jetzt, wie man es macht. Nein, Geralt! Oh Gott. Was für ein Quatsch. Okay, die sind dann noch ein bisschen anders unangenehm. Zeig mir, was du zu bieten hast. So, Gift heilt uns. Ne? Das heißt, wir brauchen einmal rangehen. Dann macht er von mir aus Schaden, ist egal. Wir machen hier einen Kill. Heile uns ein bisschen. Komm, beschieß mich mit Gift. Okay, nee, so funktioniert irgendwie doch nicht. Die Sporen sind noch irgendwie anders, glaube ich. Ah ja. Gehörte das auch zu den Ritteraufträgen? Da kam sonst immer nur diese Einblendung. Aber egal. Uns soll es recht sein. Oh ja, die Leute sind auf jeden Fall hier zurückgekehrt. Schön. Ist es endlich vorbei? Der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Haben die Überreste hier wieder aufgeladen? Nee, das ist ihr Zeug. Ach, hier liegt noch was. Das nehmen wir mit. Entschuldige. Deine Arbeit ist sehr aufreibend, oder? Bist du deswegen so grau? So, hier könnte man schon die Nacht verbringen. Aber ich schau mal.
Ja, nee, passt auf. Wir verbringen hier die Nacht, reiten dann ganz entspannt hier entlang, kümmern wir uns um das Problem, dann gucken wir in Corvo vorbei und reiten dann, nee, anders. Wir reiten dann wahrscheinlich dorthin, um erstmal die Truhe zu finden und dann über die Brücke, um die Sachen zu erledigen. Oder wir reiten andersrum, erledigen die Sachen, klären das hier und holen dann das. Ah, ich bin unentschieden. Ich bin unentschieden. Oder wir holen erstmal den Schatz und reiten dann runter. Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Aber auf jeden Fall werden wir bei den netten Leuten hier mit der Klampfe, werden wir die Nacht verbringen an unserem eigenbrödlerischen, eigenen Lagerfeuer. Der schmeißt erstmal noch seine zweite Klampe ins Feuer. Auch nicht schlecht. So, und da ist der Morgen. Sag mal, haben wir gar keine Tränke aufgefüllt oder habe ich das gerade irgendwie verpasst? Nee, doch. Scheint irgendwie geklappt zu haben. Auf geht's. Tief im Wald, tief im dunklen Wald, Plötze, was machst du hier? Oh, warte mal, hier ist ja auch noch was. Noch ein Brief. Ladislas, Sie haben die Fässer aus unserem Lager gestohlen. Ah, die gleiche Geschichte. Wir müssen eine neue Ladung herstellen und zwar sehr schnell. Lies unsere Anweisungen genau durch. Fälle 8 Kastanien, verarbeite sie so schnell du kannst zu Brettern und schicke die Bretter in die Lauge. Suche dann 12 Akazien, fälle sie und entferne die Rinde. Wir übernehmen die finale Behandlung der Kastanienbretter, sobald sie vom Auslaugen kommen. Schick die Jungs nicht alleine raus, sie sollten mindestens zu zweit sein. Ich habe gehört, dass diese gierigen gelben Pflanzen überall aus dem Boden schießen können. Sie sind ein echter Fluch. Sei also vorsichtig, Augustin Tonnelier. Ja gut. Diese Warnung war zu spät und Plötze unruhigt mich doch ein bisschen. Das ist nicht schicklich. Komm, Plötze, geh mal da weg. So ist recht. So, dann müssen wir jetzt mal entscheiden, wie reiten wir jetzt. Wir reiten jetzt hier vorbei und schauen ins Sonnenblumenfeld. Die Entscheidung ist getroffen. Aber wir folgen dem Weg. Das Gelände ist hier doch ein bisschen zu unwirklich. Schaut mal. Der schöne Blick. Und hier sogar Pferde. Und was ist das? Das sind doch Banditen da, oder was? Warte mal. Was machen die hier? Nee, es sind keine Banditen. Die fürchten sich gerade vor etwas. Hat sich aber jetzt wieder geklärt. Stimmt, das war das Holzfällerlager. Hier sind wir schon gewesen. Wir reiten in den Sonnenaufgang. Wie schön. Ich wäre lieber der Hammer als der Nagel. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, was der schnellste Weg ist. Kurzer Blick auf die Karte, das war nicht der schnellste. Wir reiten lieber hier hoch. Ach, schaut mal, hier machen sich das Paar gemütlich. Nacht, Liebe und Wein verleiten nicht zu Halbheiten. Hier. Durch die Weinberge. Du hast mir gleich gefallen. Bisher fand ich alle Hexer klasse.
ein Hexer-Fan. Sehr schön. So, da drüben muss das irgendwo sein. Was geht hier vor? Doch nur ein paar Tropfen Wein. Oh, schon ist es besser. Okay, das ist... Mama, wo bist du? Ich habe eine Tochter, weißt du? Das Sonnenblumenfeld habe ich mir jetzt aber ein bisschen anders vorgestellt, aber okay. Bist du deswegen so grau? Das ist ja sehr überschaubar hier. Da haben wir auch schon den Ort gefunden. 88 Floren. Meine Güte. Und dafür hat er seine Seele verkauft. Das ist jetzt nicht besonders beeindruckend. Du erschreckst meine Kinder. Was geht hier vor? Lasst uns kurz nochmal hier den Rüstungstisch benutzen. Schleifstein haben wir wohl nicht, ne? Egal. So, von hier geht es jetzt südwärts. Genau hierhin. Perfekt. Vorbei an diesen wunderschönen Winden. Jetzt zittern die Hände. Ich kann nicht mal das Werkzeug halten. In Richtung Corvo Bianco. Ach, schaut mal, die machen auch Windmühlengeräusche, toll. Die Creme de la Creme, der Ritter ist zum Turnier jetzt gekommen. Jetzt singe ich das mal ein Lied. Ja 1, 2, 3, 4... Ach, schön. Der eine Ort ist schöner als der andere, als der nächste, den man trifft. So, da haben wir... Ist das ein Banditenversteck? Oder sieht eher nach Monster aus, nicht wahr? Oh, wieder die Viecher. Okay. Pass auf. Oh Gott. Hier schon? Ernsthaft? Warte mal, wir nehmen erstmal Gold in Pyrol. Und gehen dann ran. Wir haben ihn doch gleich. So, den haben wir. Okay, gib mir ein bisschen Schweinefleisch. Ach, das war nur einer? Nee, da ist doch noch einer irgendwo. Hier! Oh. Gut, geschafft. Ja, von den Sporen war ja auch am Weingut die Rede. Das hatten wir ja noch mitbekommen. So. Was ist hier der bewachte Schatz? Aha. Eine verkohlte Leiche. Hier eine andere Leiche, die wir noch untersuchen können. Offenbar wurde er von einer Archespore getötet. Offenbar. Keine weiteren Informationen offensichtlich. Aha. Ein Schlüssel. Und es könnte uns natürlich jetzt zu der Truhe führen, bei der wir gerade gewesen waren am Vorabend. Wir werden sehen. Ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Interessant. Lies diese Anweisungen sorgfältig durch, denn ich dulde kein Versagen. Erscheine morgen am abgesprochenen Ort und hol die nächste Lieferung Setzlinge ab. Wir müssen unsere Anstrengung erhöhen, Vermentino zu infizieren.
Sei unbedingt pünktlich, denn die Gruppe aus dem anderen Weingut wartet. C. Vergiss den Schlüssel nicht. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Okay. C klingt doch aber nach Coronato, oder? Es scheint also tatsächlich zu sein, dass die Dame doch die ehrbarere ist. Aber das wiederum spricht dafür, dass wir also doch das andere Weingut, also dass wir die anderen Aufgaben drüben noch erledigen sollten, um wahrscheinlich mehr Informationen zu bekommen. Ah, das Ganze ist doch nicht so plump. Sehr schön. Aber was hilft uns jetzt der Schlüssel? Ich meine, wir haben... Wir hatten die Truhe ja hier irgendwo gehabt, aber die wird wahrscheinlich nicht helfen hier. So, lass Mathilda Belgard übernehmen, ohne dass du die Probleme auf Coronata untersuchst, oder setze die Untersuchung fort, um Liams Probleme zu lösen. Ja, ich denke, wir setzen die auf jeden Fall fort. Liam de Coronata, das spricht ja sehr nach C. Das werden wir tun. Wenn, dann wollen wir jetzt die ganze Geschichte erfahren. Okay. Aber, wie erwähnt, wir sind nicht weit von Corvo Bianco entfernt, deswegen reiten wir jetzt erstmal dorthin, bevor wir uns um das andere Weingut kümmern. Und schau mal, was da alles jetzt neu entstanden ist. Ich habe, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen vergessen, was wir alles in Auftrag gegeben haben. Ein neues Bett war es, glaube ich, ne? Warte mal, ich bin vielleicht etwas falsch. Ich kenne mich mit den verschlungenen Wegen hier zu unserem Gut noch nicht so recht aus. Ja, aber hier müssten wir richtig sein. Da ist es doch schon. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Meine Güte. Gibt es auch einen Hintereingang? Na gut, dann bin ich jetzt einmal rumgeritten. Auch nicht schlimm. So. Was wurde da jetzt nochmal alles gebaut? Am Luxfelsen haust eine Hexe. Die stiehlt Kinder. Eine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwerter. Aus Lebkuchen. Ach, das ist doch Hanebüchen. Was hat mir zuletzt gemacht hier? War schon der Garten erneuert worden? Hatten wir nicht jetzt sowas wie einen Kräutergarten oder so? Ja, hier ist was passiert. Tatsächlich, schaut mal. Wir können jetzt ein bisschen ernten. Aber es sind jetzt keine seltenen Kräuter, die ich mir so ein bisschen erhofft habe. Ja, aber die blühen so schön. Ich will hier auch nicht alles irgendwie wegnehmen. Schöllkraut, Pusteblume. Das sind Sachen, die wir auch haben. Noch so ein schmutziger Kerl. Okay, die kennt offenbar noch nicht den neuen Herrn. Das war ein gutes. Prientraube ist, glaube ich, etwas seltener. Naja. Okay, also das ist auf jeden Fall neu. Oh, das sieht ja hier auch schön aus. Hier oben geht es ja noch weiter. Oh, wartet mal. Das sind, glaube ich, die Färbeblumen. Das ist ja von Bedeutung. Okay, die werde ich jetzt alle einsammeln. Damit kann man, glaube ich, Mutagene
Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht irre ich mich auch. Basilikum aus Nazair. Okay, klingt auf jeden Fall jetzt etwas seltener, als ob wir das nicht so oft schon gesehen hätten. Hervorragend. Und ich meine, mich zu erinnern, dass wir auch noch ein neues... Mögen die Frauen auf Coronata durch den Hintern gebären. Ein neues Bett in Auftrag gegeben haben. Oh, von außen sieht es auch gut aus. Mit dem möchte ich Trauben treten, bis wir ganz rot und verschwitzt sind. Na gut. Sehr schön. Ich schaue mich kurz erstmal um, bevor wir den nächsten Schritt in die Wege leiten. Oh meine Güte, richtig. Ich glaube, das Gästezimmer wurde verbessert. Meine Güte, das sieht ja jetzt richtig edel aus. Schönes Bett. Toll. Und unser Bett unten? War das auch schon? Eieieiei. Nicht übel. Hier lässt es sich leben. Hervorragend. Gut, was können wir weiter tun? Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Das musst letztendlich du beurteilen, Herr. Meiner bescheidenen Meinung nach kommen sie gut voran. Die Arbeiter haben die allgemeinen Renovierungen abgeschlossen. Und die Möbel, die ich bestellt habe, sind auch angekommen. Okay. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? So, was ist denn im Haus jetzt noch möglich? Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. Da stimme ich dir zu. Von ganzem Herzen. Waffenständer, Rüstungsständer. Ja, okay, das finde ich jetzt nicht so super wichtig. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber später über Renovierungen sprechen. Ich möchte dich was anderes fragen. Natürlich, Herr. Was willst du mich denn fragen? Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Mit allergrößtem Respekt, Herr. Das Weingut ist so perfekt wie nie zuvor. Weitere Änderungen wären nur ein Schritt in die falsche Richtung. Daher rate ich dir dringend davon ab. Okay, krass. Das heißt, wir haben's oder was? Ja, dann machen wir noch. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus... Da stimme ich dir... Dann machen wir noch die Sachen. Gerne noch einen Rüstungsständer? Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Ja. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. Gut. Bestelle die Ständer. Natürlich. Sofort. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis sie hier sind, schätze ich. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Ja, hervorragend. Dann... Sieht es ja so aus, als ob wir fürs Erste so durch wären damit.
Wie kommt man da oben? Das ist doch auch noch eine Galerie. Wie kommt man bitte dahin? Das ist nur so ein Fake-Raum. Da gibt es gar keinen Zugang. Na egal. Das soll uns jetzt nicht stören. Es sieht wirklich schon sehr, sehr schön aus. Wir werden eine kurze Rast hier machen und dann weiterreiten, um, ja, um erstmal diesem anderen Weingut zu helfen, aber gleichzeitig herauszufinden, was hinter diesem Streit vielleicht stecken mag. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.